eines der bislang witzigsten Erlebnisse unserer Reise haben wir ein paar Tage, nachdem wir in Norwegen angekommen sind, erlebt. Wir waren eigentlich unterwegs zu einer Wanderung, als uns immer wieder fähnchenschwenkende Norweger am Straßenrand winkten. Erstmal waren wir nur verwirrt, bis uns etliche schicke Oldtimer entgegenkamen. Da haben wir natürlich perfekt dazu gepasst. Nach den ersten beiden Kolonnen dachten wir, dass jetzt alle Autos vorbei wären und sind weiter zum Wanderparkplatz. Doch da kamen schon die nächsten Autos vorbeigefahren. Weil das Wetter sowieso bescheiden war, haben wir unsere Pläne ein wenig angepasst und können euch so mitnehmen auf die Rallye Trunås. Wir sind die Rallye, wir haben sie eingeholt. Wir sind die Sieger der Herzen. Sollen wir ein bisschen Gas geben, sonst laufen meine Bremsen heiß. Thank you.
Insider Rally. Haben jetzt diese Mütze. Aber wir kommen nicht wieder raus. Sind gefangen in der Rally. Uns wird immer gesagt, wir sollen da abbiegen und da abbiegen. Wir kommen nicht mehr raus. Aber sie winken alle so schön. Es ist irgendein Tag. Auf jeden Fall feiern es die Norweger. Unfassbar. Und wir kommen nicht mehr raus. Ah, das ist der nächste. Mit Hund. Ach, süß. Hi. Der will wahrscheinlich auch nur seine Ruhe haben. Okay. Wir sind schon mal falsch. Ah, nee, doch nicht. Wir sind richtig. Aber schöne Aussicht. Hi. Alle denken, wir haben ein Mr. Bean-Auto. Wir sind nicht Mr. Bean. Wir sind zwar witzig, aber nicht Mr. Bean. Schaut da. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Mal gucken. Da winken noch ein paar. Die haben wir noch drauf. Hi. Ich will auch so eine süße norwegische Flagge haben. Kommt drauf an, wo wir hinwollen, weil fahr lieber links. Oder zurück.